Als zweites Umsetzungsbeispiel hatte ich Ihnen versprochen, dass wir uns das JAX-RS-Framework als ein Beispiel für ein dediziertes Framework einmal näher anschauen könnten. Ganz kurz dazu die Motivation. Wir haben ja jetzt mit den klassischen Servlets gearbeitet und haben festgestellt, dass wir dort sehr viele Dinge repetitiv erstellen mussten. Entitäten mit Attributen, Gettern, Settern. Danach mussten wir mit dem Servlet händisch die Parameter aus dem Request extrahieren, mussten uns die Pfadinformationen einzeln holen, die in der HTTP-Methode drinsteckten, und mussten das verarbeiten, um echtes HTOS möglich zu machen, damit wir diese Daten dann weitergeben können in der jeweiligen Methode. Denn wir haben pro Request-Typ, pro HTTP-Methode, haben wir nur eine Do-Irgendwas-Methode, die diesen Request-Typ annimmt. Das heißt, wir müssen da drin verzweigen und wir müssen in einer einzigen Methode alle unterschiedlichen MIME-Types bedienen können. Also egal, ob der Browser gerne HTML möchte oder ob wir XML weiterverarbeiten oder auch ob wir JSON verwenden. Jedes Mal kommt diese eine Methode, typischer Do-Get, ran, wenn man lesen möchte. Und das heißt, man muss innerhalb der Methode nochmal extra prüfen und verzweigen. Wenn man das umgehen möchte, kann man weitere Frameworks einsetzen. Eins davon wäre eben JAX-RS und man kann dann auch die Werte mappen, sprich übertragen in passende Objekte. Also selbst wenn Sie JSON angeliefert bekommen, müssen Sie das nicht mehr einzeln händisch zerlegen, sondern Frameworks wie Jackson oder JaxB übernehmen das für Sie und Sie können sich voll auf den eigentlichen fachlichen Inhalt konzentrieren. Dasselbe gilt umgedreht. Wir haben ja bei uns eine sehr aufwendige ToString-Methode ursprünglich gestaltet, die versucht hier JSON auszugeben. Und das können Sie auch von einem Framework übernehmen lassen, wenn die Klasse eine Standardstruktur verfolgt. Schauen wir uns das Ganze also einmal in einem kleinen Programmierbeispiel an. Bevor wir das tun, schauen wir uns an, wie die wichtigsten Annotationen aussehen für JAX-RS. Und zwar werden Sie dort wesentliche Konfigurationen noch mehr als beim Servlet über Annotationen vornehmen. Sie können der ganzen JAX-RS-Anwendung eine Application-Klasse geben, dann brauchen Sie auch in der web.xml-Datei von Tomcat überhaupt nichts konfigurieren, sondern wenn Sie die passend ausgestalten, dann setzen Sie auch dort den Pfad und brauchen die WebXML nicht anzufassen. Sie können dann in den einzelnen sogenannten Ressourcen, also in den Klassen, die jetzt die Services bereitstellen, das, was vorher das Servlet gemacht hat, da können Sie nochmal einen Ressourcenpfad zusätzlich definieren, der dann ebenfalls noch hinten angehängt wird. Und Sie können Parameter übergeben lassen, zum Beispiel als Path-Param, also Pfadparameter, der dann den Pfad ergänzt, so wie wir das im Servlet gesehen haben, oder auch als Form-Parameter, wenn Sie ein HTML-Formular haben und Werte übertragen möchten, oder auch als Query-Parameter, das sind die, die Sie in diesen Fragezeichen-URLs schon gesehen haben. Wir hatten ja aus dem Servlet-Beispiel auch noch das To-Do, dass wir gerne unsere Inhalte, unsere Daten im Body der Nachricht transportieren würden und nicht offen sichtbar in den Parametern, wo sie jeder inklusive der NSA mitlesen kann. Natürlich haben wir weiterhin die vier Annotationen für die unterschiedlichen Methodentypen. Die brauchen wir jetzt, weil unsere Methoden ja nicht mehr zwingend Do-Get, Do-Put, Do-Post und Do-Delete heißen müssen, sondern weil wir jetzt eine gezielte Methode annotieren können, dass sie diese Post-Request zum Beispiel entgegennehmen soll. Dazu können wir jetzt den Media-Type auch nicht mehr einfach nur als String festlegen, sondern wir haben eine echte Media-Type-Klasse und können daraus die Konstanten wie TextPlain vernünftig auswählen. Und das geschieht dann über die Annotation Produces, die mitteilt, welches Resultat eine solche Methode liefert, beziehungsweise über die Annotation Consumes, die mitteilt, welche Eingaben eine solche Methode verarbeiten kann. Dann schauen wir jetzt als nächstes, wie das Ganze aussieht, wenn wir
ein kleines Beispiel auf der Basis unserer Notes umsetzen. Für ein solches JAX-RS-Projekt brauchen Sie einige Vorarbeiten. Zunächst installieren Sie analog wie bei Servlets auch Java und Eclipse JEE, falls noch nicht geschehen. Dann können Sie, dadurch, dass es in Eclipse JEE gleich vorhanden ist, ein Web-Service-Projekt anlegen, wiederum über New Dynamic Web Project, so wie das im Fall des Servlets auch schon geschah. Danach müssen Sie jetzt die JAX-RS-Beispielimplementierung hinzufügen. Wir nutzen Jersey, was die erste Standardimplementierung war, und Sie laden hier einfach die aktuelle Version herunter. In unserem Fall momentan ist es 2.30.1, die Sie hier vom Server herunterladen können. Den URI sehen Sie dort angegeben. Im Anschluss gehen Sie her und entpacken das ZIP-Archiv, was dort herauskommt. Da ist dann eine Verzeichnisstruktur drunter und Sie finden dort in den Unterverzeichnissen API, EXT und LIB jeweils JAR-Archive. Die stellen sozusagen das ganze Interface von JAX-RS bereit und Sie müssen das rüberziehen in Ihr Dynamic Web Project, dort in den Unterordner Web Content, WebInf, LIB. Wenn Sie das tun, dann nimmt Eclipse das Ganze automatisch in den Build Path auf und Sie können loslegen und alle JAX-Funktionalitäten nutzen. Hier sehen Sie, dass ich als Vorarbeit dieses JAX-RS schon mal heruntergeladen habe, diese Referenzimplementierung. Und wenn man dieses ZIP-Archiv auspackt, dann erhält man genau diesen Ordner JAX-RS-RI und darunter diese drei Unterverzeichnisse API, EXT und LIB, jeweils mit etlichen JARs. Jetzt sehen Sie, hier links habe ich schon dieses Dynamic Web Project angelegt, ein Dynamic Web Project, was ich hier Notes JAX-RS genannt habe, und da habe ich auch schon den Unterordner Web Content WebInf Lib aufgeklappt, sodass wir jetzt einfach diese JARs hier hineinziehen können. Wir sagen regelmäßig Copy Files, kopieren das Ganze rüber und haben dann eine ganze Menge JARs. Es ist gleichgültig, wir wählen einfach mit STRG A alle JARs aus, STRG C, ja, oder wir können sie auch mit der Maus hinüberschubsen. Auch hier wieder Copy Files. Gehen noch einmal zurück. Wir brauchen noch den Lib-Ordner. Aufpassen, dass wir wirklich alle mitnehmen, sonst fehlt uns nachher etwas und dann erscheinen komische Fehlermeldungen. So, jetzt haben wir das JAX-RS hier drüben eingebunden. Damit interessiert uns der Ordner Lib nicht mehr weiter und wir können hier uns die Business Entity nochmal anschauen. Das ist jetzt wirklich hier die gesamte Klasse Node. Und was Sie hier sehen, ist, dass wir diese Business Entity jetzt um die eigene Logik, dass sie die IDs selber vergeben kann und ähnliches, entbind haben. Das war in dem Fall sinnvoll, denn wir wollen ja, dass über die öffentlichen Getter und Setter später das JAX-RS im Hintergrund über entweder JAXB oder JAXON, je nachdem, ob Sie XML oder JSON entgegennehmen, die Werte automatisch rübermappen kann, sodass wir also auch unsere ToString-Methode, die hier ursprünglich unten mal war, jetzt entfernen konnten und können hier gleich mit einer ganz einfachen POJO-Datenklasse loslegen. Und zu dieser wollen wir dann jetzt diesen JAX-RS-basierten REST-Web-Service erstellen. Das heißt, wir können hierher gehen und generieren hier eine neue Klasse und das wird diese Application-Klasse sein. Diese Application-Klasse, die schafft dann die Verbindung zum Tomcat, den wir benutzen wollen und den wir als Server ja unten schon angelegt haben. Das heißt, wir legen jetzt hier diese Klasse an. Aber nicht in Notes Entity legen, sondern dafür wollen wir ein Package Notes Service anlegen.
Die nennen wir dann mal Notes Application. Und die erbt jetzt, das ist dann die erste Klasse aus dem JAX-RS-Bereich von Resource Config. Wenn wir diese Klasse verwenden, dann müssen wir in der WebXML nichts ändern. Dann läuft das Ganze mit Tomcat automatisch. Und das Einzige, was wir in dieser Application-Klasse wirklich tun müssen, ist, dass wir einen Konstruktor definieren. Und dieser Konstruktor, der ruft jetzt hier diese eine Methode Packages auf. Und gibt mit, in welchem Package dann eben dieser Service liegen wird. Und da nehmen Sie einfach Ihren eigenen Package-Namen. Das hätte man natürlich auch über Reflection lösen können. Wir machen das Ganze jetzt hier auf die einfache Tour. Was Sie jetzt noch brauchen, ist, das hatte ich Ihnen eben gezeigt, es gibt eine Annotation Application Path. Und die können Sie verwenden, um zu definieren, wo diese Anwendung liegen soll. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir sind hier mit unseren Nodes relativ allein. Wir haben ja schon im Servlet-Bereich das Ganze als Microservice umgesetzt. Und dann kommen wir hier mit diesem Application Path Slash, kommen wir eben nicht in ein Unterverzeichnis hinein. Jetzt haben wir diese Application-Komponente schon gestaltet. Die wird nachher alles so konfigurieren, dass jeder Service aus diesem Service-Verzeichnis hier vom Tomcat angezogen wird. Jede Ressource, die einen Path definiert hat. Das heißt, jetzt definieren wir das Eigentliche, was unser Servlet ersetzt und was den Zugriff auf die Node regelt. Das definieren wir jetzt auch als Klasse. Und das heißt im Terminus von JAX-RS typischerweise eben Resource. Das heißt, hier würde man jetzt die Bezeichnung Nodes Resource verwenden. Und diese Nodes Resource, die kann eben jetzt über AddPath, kann sie hier mitteilen, dass sie auf Nodes lauscht. Auch das müssen wir jetzt importieren. Und Sie sehen, wie die meisten neueren Schnittstellen in Java arbeitet auch die hier mit Annotations sehr stark. So, das heißt, wir haben hier unsere Nodes, die wir hier halten wollen. Wir spendieren uns sicher einen Konstruktor. In dem können wir dann diese Node initialisieren. Jetzt müssen wir noch importieren. Achtung bei der List, er schlägt aus unerfindlichen Gründen immer das Falsche vor. Sie brauchen hier natürlich Java Util List für eine ganz einfache eigene Verwaltung. Man könnte hier natürlich viel weiter gehen, aber das ist für das Beispiel nicht relevant. Wir können auch hierher gehen und zunächst eine Hashmap verwenden, so wie wir das im anderen Beispiel getan haben, dann ist es konsistent. Dann mappen wir wieder von der ID auf die Node. Dann müssen wir jetzt die Map hier importieren. Und nehmen hier eine Hashmap. Jetzt
können wir die eigentliche Methode schreiben, die das Get übernehmen soll, zum Beispiel, und diese Nodes ausliefern soll. Und die annotieren wir einfach mit addGet. Und wir können jetzt eben sagen addProduces. Und wir haben ja letztes Mal JSON produziert. Dann sehen Sie, ApplicationJSON habe ich jetzt hier tatsächlich als Konstante zur Verfügung und kann jetzt eine public, wenn wir erst eine Node produzieren wollen, dann müssten wir noch die ID als Parameter entgegennehmen. Ansonsten könnten wir hier die mehrere Nodes produzieren. Das mit dem einen ID-Parameter sähe dann so aus, dass man hier einfach noch ein addPart hinzufügt und die ID als Variable hier wieder in geschweifte Klammern schreibt. Damit wird dieser Path sozusagen in Ergänzung von dem Nodes oben gewertet. Und das heißt, für die Ergänzung kommt jetzt genau diese eine Methode zum Tragen und damit müssen wir nicht mehr in unserer Get-Methode irgendwie multiplexen und erkennen, ist eine ID angegeben worden oder nicht, sondern wir können das hier direkt verwenden. Was Ihnen jetzt auch auffallen wird, wenn wir jetzt hier die Methode schreiben, wir können jetzt hier da gleich direkt eine Node zurückliefern. Wir brauchen also keine Umwandlung mehr selber durchführen. Nennen wir es da einfach auch GetNode, so wie man das normalerweise täte. So, die muss jetzt eine Node zurückliefern. Wir müssen noch die Annotationen importieren. Und das GetNode muss jetzt eine Node liefern. Und das heißt, die wird natürlich die passende Node ausliefern, die es in der Map gibt. Jetzt müssen wir aber die ID noch haben. Und dafür können wir jetzt den letzten Teil unseres Pfades heranziehen und den bekommen wir über eine URI im Kontext und die müssen wir uns erst noch definieren. Das können wir Klassen lokal tun, das injiziert Ihnen das JAX-RS direkt. Da müssen Sie also nichts für besetzen. Das hier war, glaube ich, so rum. Nein, dann war es doch klein. Ja, so. Das aus dem Kontext müssen wir auch noch importieren. Jetzt haben wir die URI-Info da. Hier gibt es jetzt diese Path-Segments, das ist eine Liste und aus der brauchen wir mit get das letzte Element. Denn das letzte Element wird das Abschlussstück unseres Pfades sein. Also greifen wir uns hier das Element an der Stelle size und das müssen wir noch in einen String verwandeln, sonst kann integer value of nicht arbeiten, sonst ist es noch ein Part-Segment. So, damit hätten wir diese ID und jetzt können wir genau diese ID zurückgeben. Jetzt hätten wir noch, natürlich noch den Fall zu berücksichtigen, dass die Node gar nicht gefunden wird. Das heißt, wir müssten jetzt noch nachgucken, if nodes contains key AID und dann dürfen wir das tun. In den anderen Fällen müssen wir jetzt else und hier haben wir jetzt nicht mehr diese Servlet Response, sondern wir haben das nochmal eine Ebene höher gekapselt und da können wir jetzt sagen
not modified zum Beispiel. Wir haben hier nichts modifiziert, wobei das ist eigentlich klar. Wir können hier also die verschiedenen Status auswählen. No Content zum Beispiel, dass wir einen solchen Inhalt nicht haben. Sie sehen auch, dass dort Accepted oder OK dabei war. Created ist auch im Angebot. Und dadurch können Sie sich durch all diese HTTP-Kommandos genau den passenden Status dann raussuchen. Wenn wir das so machen, dann sollten wir hier natürlich der Konsequenz halber auch Null returnen. Und haben diese Response eben so spezifisch wie möglich ausgestaltet, dass man erkennen kann als Nutzer, dass hier kein Inhalt unter dieser ID zu haben ist. Das wäre die eine ID und jetzt bräuchten wir noch den Fall für alle IDs. Das heißt, wir bräuchten noch ein addGet, das keinen extra Path-Parameter hat und produces aber trotzdem MediaType Application JSON. Und hier wollen wir jetzt die ganze Liste produzieren. Public List of Note. Get Notes. Und der geht jetzt einfach her, return das mit der neuen Arraylist ist hier nicht schön, aber Sie sehen es mir nach, wenn ich im Interesse der Einfachheit das hier so halte. Dafür müssen wir auch nichts prüfen, denn es wird ja keine ID als Parameter oder ähnliches übergeben. Wie gesagt, wenn wir etwas selber übergeben bekämen, müssten wir halt wieder genauer schauen und wir bräuchten eventuell auch ein Consumes. Das ist jetzt hier auch nicht relevant, weil wir den ID-Parameter direkt aus dem Pfad nehmen. Also ob jetzt hier JSON oder etwas ähnliches kommt, das spielt für uns für das reine Get mit einer ID auch keine große Rolle. So, damit haben Sie schon Ihren ersten kleinen JAX-RS-Service und wenn Sie das laufen lassen, werden Sie sehen, dass jetzt tatsächlich JSON ausgeliefert werden kann. Dafür fehlt Ihnen eigentlich noch eine Put-Methode. Sie könnten sich jetzt hier ad hoc damit behelfen, dass Sie eine andere Art Put verwenden, nämlich das Put für die Nodes und hier jetzt einfach, das kriegt er regelmäßig nicht hin, dass hier jetzt einfach sich zwei, drei Anträge anlegen, zum Beispiel auf die brutale Art. Und den könnten Sie jetzt natürlich noch mehrfach duplizieren. Dann hätten Sie hier verschiedene Nodes, die dann sofort zur Verfügung stehen und die Sie mit Get abrufen können. Das funktioniert dann sowohl über die Node-Liste, also ohne Parameter, wo Sie alle bekommen, als auch über die ID. Und solange wie Sie nur eine drin haben, ist das natürlich kein großer Unterschied. Das heißt, was Sie jetzt hier sehen, was Sie wirklich gewinnen, ist, dass Sie dieses Routing viel feiner gestalten können über diese einzelnen Parts. Sie sind auch nicht mehr gebunden an den einzelnen Methodennamen und Sie bekommen ein Mapping von JSON-Input in ein Objekt rein, also in unsere Business Entity, in die Node. Das alles ist schon gegeben. Das leistet das Framework also unter der Haube. Dafür mussten Sie jetzt einige Jars ins Projekt hineinziehen. Das ganze Projekt könnte also größer, potenziell auch etwas langsamer sein. Das wird aber in unserem Kontext hier jetzt noch keine große Rolle spielen.
dies Put und Delete und Post zu ergänzen. Das erfolgt dann in einem nächsten Schritt. Den könnten Sie als Fingerübung einfach auch mal selber probieren. Und wie gesagt, dieses Beispiel Put hier, das müssten wir noch am Schluss natürlich wieder entfernen. Da sollten wir besser von außen testen und Dinge mitgeben. Bevor wir das Ganze testen, sollten wir schauen, dass wir hier die Size noch auf minus 1 setzen, damit wir nicht außerhalb der Array-Grenzen zugreifen, das Ganze speichern. Was man starten muss, ist dann diese Application hier und die können Sie einfach als Debug as Debug on Server laufen lassen und dann wie üblich mit zum Beispiel Postman Ihre Tests dagegen abfahren.